Hallöchen, ich dokumentiere nun den letzten Teil, und zwar, wie man letztendlich diese künstlichen Rückwände bemalt. Hierfür haben wir Abtönfarbe, die wir unverdünnt verwenden. Man kann mit dem Deckel schütten oder wie auch immer. Einfach als Versiegelung. Und ich habe jetzt hier schöner Bohnen abtönen, habe Vollton Abtönfarbe, Anthrazitfarbe, damit es ein bisschen den Stil von Schiefer hat. Und ich denke, das wird auch so passen. So, da damit gut einstreichen, das trocknet relativ schnell. So, gut auf die Hände aufpassen, damit man dann nicht die Farbe dort hat und nicht anders. So, und ruhig in die Ecken reingehen. Da muss jetzt nicht mehr gefallen Pinsel, man kann da ruhig richtig grob schlechtig drüber, das ist komplett überall. So. Richtig schön, da haben wir es in braune Stellen, dass man das zukriegt. So. Richtig schönes Streichen, dass da dafür das Ganze auch, der ganze Zement auch schon ein wenig getrocknet sein muss. Die hier sind jetzt einige Tage getrocknet. Mit den verschiedenen Schichten, die ich da drauf gemacht habe, ist da schon einiges zusammengekommen an Trockenzeit. So. Und dann werde ich nachher das Ergebnis im Aquarium präsentieren, wie es dann letztendlich wirkt. So. So. Man sollte sich mehrere Pinsel zulegen, damit man auch in die kleinen Ecken reinkommt. Ich habe jetzt leider nur ganz kleine Pinsel und ansonsten nur diese grobschlächtigen Teile hier, deswegen muss ich das jetzt im Moment so machen. Hier bleibt nichts anderes übrig. So. So. Ich habe glücklicherweise jede Menge Honiggläser da, die ich für solchen Spaß verwenden kann. So. Da ich ja viele davon nicht mehr brauchen können werde, beziehungsweise ich ja lieber neu gekauft bin. Zumindest wenn ich sie einem Kunden weitergebe. Und da gibt es auch welche, die lassen sich nicht mehr richtig reinigen. Und das sind die gerade für solche Spielchen hier. So. So, manchmal staubt der Zement noch. Manchmal an manchen Ecken. Und die Platte hier ist jetzt auch ganz schön schwer geworden. So. Thank you.
Das muss trocknen. Oh, Leute. So.